hat. Eine Gruppe, die hauptsächlich aus der Region wie Istanbul, Anatolien etc. stammt. Und falls Sie mal in Urlaub in der Türkei waren und auch ein bisschen auf die Folklore da geachtet haben, werden Sie viele Elemente wiedersehen, die die Gruppe uns in diesen nächsten 4 Tagen darbieten wird. Ich wechsle mal meine Zettel. Und da haben Sie Verständnis, dass ich noch vieles vom Zettel abschreibe, denn viele Gruppen sind erst heute Nachmittag angereist und man hatte kaum große Chance, mit ihnen zu sprechen. Wir verlassen uns also auf das, was wir an Informationen vorher per E-Mail oder Telefonat schon bekommen haben. Wir begrüßen nämlich jetzt eine Gruppe aus Südpolen, eine regionale Volkstanzgruppe Kliszczacy. Lieder, das seid ihr. Herzlich willkommen hier in Bautzen in Budyszyn. Eine Gruppe, die uns Lieder und Tänze, also Gesang und Tanz, zeigen wird in den nächsten Tagen. Sie sprechen natürlich Polnisch, wobei das mit dem natürlich gar nicht so natürlich ist, erkläre ich später. Aber ihr polnische Sprache hat einen besonderen Akzent. Diese Gruppe ist übrigens schon zum zweiten Mal hier in der Lausitz. Sie war genau vor 10 Jahren schon einmal dabei. 1976 wird es gegründet. Ja, und dann kommen die Gäste, die wir ganz herzlich begrüßen aus dem